Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Diese Giraffe sieht krank aus, Morphin. Oh, Mila, Morphin, wie schrecklich. All die Tiere hier haben die Tiergrippe und müssen dringend zum Doktor. Wir können helfen, Zoowärter Kenneth. Morphin, verwandle dich in einen Krankenwagen. Kommt rein allesamt. Euch wird es schon bald deutlich besser gehen. Bist du nicht froh, dass die Tiere jetzt beim Doktor sind, Zoowärter Kenneth? Doch, natürlich. Ich bin froh darüber, Mila. Aber heute Nachmittag kommen eine Menge Leute zum Zoo. Und da werden keine Tiere sein, die sie besuchen können. Ich denke, ich weiß, was wir tun können. Los geht's zum Zoo. Morphin, verwandle dich in ein Känguru. Großartige Idee, Mila. Das könnte funktionieren. Schau, Großmutter, ein Känguru. Das ist dein Lieblingsplatz. Wow, das war fantastisch. Affen. Hey, ist denn jemand zu Hause? Keine Elefanten. Eigenartig. Schnell, Morphin! Du musst zu einem Affen werden! Nein! Elefant ist viel wichtiger! Mach etwas, Morphin! Hallo, Affen! Was? Ein Elefant? Da steht, dass du eigentlich ein Affe bist. Sagten Sie Elefant? Wo ist er? Was? Morphin, verwandle dich in einen Delfin. Und einen Löwen. Wo sind die Papageien? Sind die Krokodile noch am Schlafen? Morphin, du musst dich schneller verwandeln. Was für ein fantastisches Tier. Das ist das coolste Tier überhaupt. Gut gemacht, Morphin. Komm her!
Elefant! Hä? Ist hier gar kein Chamäleon drinnen? Ach, wie schade. Ich wollte doch so gerne ein Bild von einem Chamäleon. Na klar. Chamäleons können ihre Farbe wechseln, sodass sie nur sehr schwer zu erkennen sind. Oh. Wow! Marvin will sein Chamäleon auch! Marvin, ich wechsle zu Chamäleon! Schau da drüben, Marvin! Oh, Chamäleon kann gut verstecken! Verstecken spielen. Chamäleon, willst du denn mit uns Verstecken spielen? Toll, los geht's. 1, 2, 3. Acht, 9, 10. Wir kommen. Nach dem Chamäleon. Ja! Yeah! Ich kann finden, Chamäleon. Es kann sich richtig gut verstecken. Da bist du ja. Okay, lass uns nochmal spielen. 1, 2, 3. Morphe so einfach zu finden. Morphe rot. Oh. Ich habe eine Idee. Ich bin gleich zurück. Hallo, Mila. Hi, Mr. Maler. Könnte ich mal kurz Ihre Farbe und Pinsel ausleihen? Aber natürlich. Es ist immer schön zu sehen, wenn die Zukunftsgeneration gerne malt und, naja. Okay. Bin bereit. Chamäleon, dieses Mal musst du Morphe und mich suchen. Okay, Morphe, bleib stehen. Bleib ganz still für ein bisschen. Tada! Oh, hi. Das Chamäleon kommt. Bleib stehen, Morphe. Aber du musst noch Morphe finden. Morphe auch gut im Verstecken. Ja. Ah, da bist du ja. Und du hast das Chamäleon bei dir. Oh nein. Warte mal eben, Onkel Wilford. Das ist gut. Danke sehr, Mila. So, Morphe, du kannst nun auch ein Foto mit dem Chamäleon machen. Morphe? Ah! Hi. Wir werden euch ein Haus bauen, kleine Vögel. Ja! Komm, Morphe, wir kürzen diese hölzernen Latten auf die richtige Länge. Verwandle dich in eine Säge. Wir starten gleich hier. Großartig. Jetzt verwandle dich in einen Hammer. Auch ein Haus? Okay, dann
bauen wir noch ein Hundehaus, Morphe. Was ist das für ein Lärm in meinem Garten? Hi, Mr. Winterboost. Wir bauen ein Hundehaus für Barky. Ihr macht viel zu viel Lärm. Los, raus aus meinem Garten. Hi, Herr Eichhörnchen. Sollen wir dir etwa auch ein Haus bauen? Wir folgen dir. Morphe, verwandle dich in einen Müllwagen. Schildkröte, keine Sorge, wir tun dir nicht. Schildkröte will Haus auf? Die Schildkröte hat doch bereits ein... hast du? Komm schon, Barky. Du hast doch hier schon ein tolles Haus. Entschuldigt, dass ich euch weggeschickt habe, Mila und Morphle. Barky wollte unbedingt dieses Haus. Wollt ihr immer noch ein Hundehaus bauen für Barky? Ja! Ich denke, ich habe eine Idee. Was ist das? Ohnehin nicht genutzt. Aber mein Garten. Aufgepasst, Leute! Haie im Wasser! Morphe, wir müssen diesen Haien sagen, keine Leute mehr zu erschrecken. Verwandle dich in ein Hai.
Ich denke, die Roboterhaie müssten jetzt alle Leute vom Strand geschreckt haben. Ja, dann können wir jetzt alle Strandtücher klauen. Und Professor Rashid ist glatt darauf reingefallen. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass wir diese Roboter nur brauchen, um Haiforschung zu betreiben. Und er hat sie für uns gemacht im Austausch für ein einziges Eissandwich. Ich frage mich gerade, wo sind unsere Roboterhaie? Pass auf, Murphy! Banditen! Nicht die zwei schon wieder. Du bist kein Hindernis für meine Roboter. Los, hol sie, Jorn. Du brauchst Beine, Murphy. Au, 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 au. Wir müssen hier schnell weg. Schaustein, unsere Roboterhaie wollen uns retten. Das sind keine Roboterhaie, Jorn. Das sind echte Haie. Hilfe, Hilfe! Ihr habt heute etwas Wichtiges gelernt. Ja, echte Haie sind gefährlich. Also, sollten wir keine Leute erschrecken, wenn wir uns als Haie verkleiden? Ja, genau. Danke vielmals, dass ihr auf diese angsterregenden Tiere aufpasst, solange am Zoo gebaut wird. Gar kein Problem, Kenneth. Sie sind nicht angsterregend, wenn man sie kennenlernt. Murphy, verwandle dich in ein Laster. Schau mal, sie fühlen sich schon wie zu Hause. Sind die denn komplett verrückt geworden, Barky? Man kann diese Tiere nicht im Hinterhof halten. Sie sind viel zu gefährlich. Sieht aus, als müssten sie es auf die harte Tour lernen. Also gut dann. Hey, hört auf. Ja, da magst du recht haben. Wenn sie nicht brav sind, bringen wir sie zurück zu Zoowärter Kenneth. Wir füttern sie jetzt mal. Vielleicht beruhigt sie das.
Und was macht ihr jetzt, ihr blöden Tiere? Nein, nein, Hilfe! Bucky, warte auf mich, Bucky! Ah! Weil es einfach böse Tiere sind. Der Sieg gehört mir. Hey, hör auf. Hast du sie die ganze Zeit geärgert? Na und? Es sind beängstigende Tiere. Das ist ein Objekttauscher. Er kann die Position von Dingen tauschen. So zum Beispiel. Wow! Das ist toll! Das wird meine Arbeit so erleichtern. Es war tatsächlich eine ziemliche Herausforderung, so ein schönes Stück Arbeit zu schaffen. Wie ihr seht, wir müssen das Ding in unsere Finger kriegen, Jörn. Ja, Stein, es wird unsere Arbeit auch erleichtern. Experimente. Oh, und was das für eine Unordnung war. Ihr glaubt es nicht. Ich konnte nicht mal meinen Unendlichkeitsrechner zu fassen kriegen, weil wer hinters Sofa gefallen war. Probieren wir das kleine Ding mal aus. Es war tatsächlich eine ziemliche Herausforderung, so ein schönes Stück Arbeit zu schaffen. Wie ihr euch vorstellen könnt. Oh je. Tschüss. Wir müssen sie fangen, Morphle. Verwandle dich in ein Rennauto. Hey, Jörn. Auf diesem Knopf steht zufällig. Drück ihn, Stein. Was zur... Wow, es kann echt alles vertauschen. Hört auf, ihr Banditen. Tschüss, Mila und Morphle. Dich in eine Rakete, Morphle. Gehen wir schnell zurück in die Stadt. Oh, guck mal, Morphle, die Banditen. Hattet ihr noch nicht genug? Stein!
Oh nein! Was ist das? Polizist Freeze, hier drüben. Oh, so ein Pech. Was für ein Zufall. Gute Arbeit, Leute. Ich glaube, der Zapper könnte meine Arbeit echt erleichtern. So warm. Also, wir fahren zum Strand. Haustiere, kümmert euch um den Laden, während wir weg sind. Tschüss alle zusammen. Also, jetzt zum Geschäft, Jan. Hast du sie probiert, Stein? Ziemlich gut. Hallo, Madam. Stört Sie das heiße Wetter etwa? Ja, ganz schrecklich. Vielen Dank der Nachfrage. Frier Sie ein. Viel besser, oder? Wer als letztes im Wasser ist, ist eine Essiggurke. Oh! Oh, wo kommt bloß das Eis her? Nichts zu danken. Viel Spaß. Keine Sorge, Papa. Wir werden sie aufhalten. Verwandle dich in einen riesigen Löwen, Morphel. Jetzt machen wir sie fertig. Oh nein, Morphe. keine Sorge, Morphe. Ich krieg dich da raus. Morphe hat's auch erwischt, was? Papa, du bist frei. Ja. Zum Glück ist die Sonne heute so heiß. Jetzt lass Morphel da rausholen. Yay! Jetzt ist Morphel ein Monster-Truck. Mit Stacheln auf den Rädern. So verlieren wir auf dem Eis nicht den Halt. Hiermit. Oh. Wollt ihr ein Eis haben? Ich muss was erledigen, Morphe. Aber
aber es ist geheim. Du kannst nicht mitkommen. Morphe, komm mit. Nein, Morphe, das ist nicht erlaubt. Auf Wiedersehen, Morphe. Oh, was ist los, Morphel? Papa, weiß wohin, Mila? Nein, tut mir leid, Morphel. Sie ist nicht hier. Mila, nicht hier? Na, Morphel. Wo ist Mila? Morphel weint? Mila! Nicht in meiner Stadt. Komm schon, Morphel. Ich wette, Mila wartet zu Hause auf dich. Nicht so schnell, Morphel. Du hast noch gar nicht im Hinterhof gesucht. Überraschung! Mila! Happy Birthday, Morphe! Jetzt öffne dein Geschenk! Gerechtigkeit schläft niemals, aber du musst schlafen von 9 bis 7. Zeit für Verbrecherjagd. Gleich nach dem Zähneputzen. Brauchst du vielleicht Hilfe, Papa? Morphe kann sich in allerhand Werkzeug verwandeln. Das wäre großartig. Puh, diese Hütte zu bauen ist viel Arbeit. Morphe, verwandle dich in einen Hammer. Wow, das sieht toll aus, Morphe. Wenn auch ein bisschen klein. Keine Sorge, wir machen sie größer. Richtig, Morphe? Okay, dann fange ich mal an, innen zu streichen. Ah, das ist perfekt. Zeit für eine kleine Pause. Wir brauchen noch ein Stockwerk, Morphe. So hat Papa gleich noch mehr Platz. Hey Mila, was macht ihr da? Wir bauen eine Hütte. Das wird die beste Hütte.
überhaupt. Also, wenn ihr die allerbeste Hütte haben wollt, braucht ihr eine Rutsche. Und einen Balkon. Das stimmt. Ja, das ist jetzt die beste Hütte überhaupt. Irgendwie fehlt noch immer was. Was ist passiert? Papa, was hältst du von deiner neuen Hütte? Holt mich hier runter. Na klar. Wir haben vergessen, eine Leiter anzubauen. Keine Sorge, Papa. Wir kümmern uns. Morphe, lass uns noch mehr Holz holen. Nein, lasst mich nicht allein. Mila, Morphe, seid ihr noch da? Zwei kleine Roboter, wie bestellt. Perfekt. Wie bitte? Nichts. Danke. Auf Wiedersehen. Hast du alles dabei? Ja. Perfekt. Also, schauen wir mal, ob es funktioniert. Schau, es sind die Banditen. Schau, es sind die Banditen. Dieser Plan wird hervorragend funktionieren. Psst, Marvel. Mila! Wo ist dein Ball? Vergiss den Ball. Wir spielen jetzt ein anderes Spiel. Nun, komm mit mir mit. Okay. Muffy, du wolltest den Ball auch holen? Nein. Oh, willst du ein anderes Spiel spielen? Nein. Oh, okay. Willst du nach Hause gehen? Nein. Hast du eine andere Idee? Nein. Marvel, hol die Eiscreme. Mila, nicht spielen? Mila? Du bist
benimmst dich sehr seltsam, Morphe. Du willst dich auch gar nicht verwandeln. Nein. Du sagst immer nur nein, nein, nein. Papa, Morphe ist komisch. Aber Mila, das ist wirklich nicht nett von dir. Hi, Morphe. Wie geht's? Nein. Willst du denn Eiscreme haben? Nein. Kein Eiscreme? Da stimmt was nicht. Oh nein, das tut mir leid, Morf. Hey, warte mal kurz. Na, ich sag's doch, dieser Morphe ist nicht echt. Die Banditen. Morphe, wirklich holen Ball? Ja, Morphe, du holst den Ball jetzt. Oh, sieh ihn dir an. Er macht sich bereit. Oh, hey, Morphe. Willst du mit uns Ball spielen? Hey! Papa, da drüben! Oh nein, es ist Milas Dad. Bleib cool, Jorn. Hey, Mila. Was machst du da? Ja, weißt du, Mädchenzeug. Psst, Morphe, hier drüben. Na gut dann. Mach du nur. Bis später, Mila. Wiedersehen, Papa. Sehr gut, Jorn. Es folgt jetzt der nächste Streich. Morphe? Bemal die Wand. Nein. Nein. Gib mal her, Morphe, ein. Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann ein Elefant. Nein. Die magischen Haustiere essen dieses Jahr an Weihnachten mit uns. Außerdem ist Sporky ein toller Koch. Wow! Oh! Hallo, Tante Augustine. Ach, Mila, nimm meinen Hut, meine Liebe. Hallo, Augustine. Igitt, was machen diese magischen Haustiere hier drinnen, Bruder? Also ich dachte, sie könnten mit uns Abendessen. Das Weihnachtsessen ist für die Familie, nicht für magische Haustiere. Ksch. Ksch. Ah! Morphe auch? Keine Sorge, Morphe. Ich werde euch allen Essen aufheben. Jetzt können wir mit der Zubereitung unseres Weihnachtsessens beginnen. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Kartoffelbrei. Nimm die Kartoffeln, ja? Oh, ah, hey! Na, die Kartoffeln sind zerstampft. Oh! Ups, wir kriegen wohl doch weiße Weihnachten. Was ist? Oh nein, der Schinken! Wow! Hol ihn aus dem Ofen. Oh.
das Weihnachtsessen ist verdorben. Versuchen wir es nochmal, aber mit etwas mehr Hilfe. Okay, was sollen wir tun, Tante Augustin? Na, wir müssen die Küche säubern. Das klingt nach einem Job für Edmo. Wow. Womit können wir jetzt helfen? Wir brauchen neue Zutaten für die neuen Gerichte. Ich habe noch welche zu Hause, aber... Keine Sorge. Telefox kann sie holen. Oder, Telefox? Na, das ist ja wirklich toll. Aber ohne Ofen können wir das nicht backen. Morphle, verwandle dich in einen Ofen. Fantastisch. Jetzt können wir wieder mit dem Kochen beginnen. Sporky kann dir damit helfen. Dieses Weihnachtsessen ist nur für die Familie. Und diese entzückenden magischen Haustiere gehören auch zur Familie. Fröhliche Weihnachten! Frohe Weihnachten! Hi, Morphle. Oh, wie fühlst du dich? Morphle ist okay. Armer Morphle, du bist wohl noch immer krank. Du brauchst viel Ruhe, um gesund zu werden. Keine Sorge, Morphle. Papa und ich kümmern uns um dich. Hi, Mila. Hi, April. Kommst du mit Morphle raus, um zu spielen? Ich würde gerne spielen, aber Morphle ist krank. Und ich habe versprochen, mich um ihn zu kümmern. Morphle auch spielen. Hatschu. Nein, Morphle. Du brauchst jetzt ganz viel Ruhe. Aber. Nein, Morphle. Du kannst rausgehen, Mila. Ich kümmere mich um Morphle. Danke, Papa. Ruh dich gut aus, Morphle. Wiedersehen, Morphle. Also dann, Morphle. Ich kann dir ja vielleicht eine Geschichte vorlesen. Morphle will spielen, Mila. Morphle gleich zurück. Mila, wo ist Mila? Morphle gerne draußen. Achso. Morphle sucht nach Katsu. Morphle, sorry. Weg mit dir, gemeiner Tiger! Los! Gesundheit! Oh, mein Glücksschilfrohr hat mich mal wieder gerettet. Mila, du da? Shoot.
spielen. Aber du bist krank. Du brauchst Ruhe. Ab nach Hause, Morphel. Ich bleib bei dir. Morphel, komm, wir spielen Papa einen Streich. Oh, ja. Verwandle dich in mich. Jetzt zieh diese Klamotten an. Du siehst genauso aus wie ich. Ja. Okay, lass uns den Streich spielen. Oh, du bist's, Mila. Ich hab dich nicht die Treppe runterkommen sehen. Das ist, weil ich immer noch hier oben bin. Hä? Aber... Ah, also du bist dann sicher Morphel. Ja. Hey, Mila, wollen du und Morphel spielen kommen? Mila, Morphel ist nicht da. Oh. Aber Mila spielen. Super, lass uns gehen. Troy hat nicht gesehen, dass es Morphel ist. Hi, Mila. Was sollen wir spielen, Mila? Du bist immer so gut darin, dir lustige Spiele auszudenken. Ja, genau. Fangen? Okay, Mila, du bist dran. Was? Wow. Ja. Wow. Jetzt musst du nur noch Sarah fangen. Aber wo ist sie? Ich bin hier im Baum. Ich glaube, ich kann nicht mehr runterkommen. Oh je. Mila, helfen! Warte mal, du bist nicht Mila, du bist Morphel. Oh. Danke, Mi. Morphel. Ja, ja. Es sieht so aus, als wäre Morphel nicht bei euch. Oh je. Aber Stein, ist das nicht Morphel? Und ohne Morphel können wir euch ganz viel ärgern. Aua. Du bist so klein. Lass mich los. Du bist total wehrlos. Woher kam denn dieser Ball? Au! Was ist hier los? Lass uns hier wegsteigen. Ja. Da ist Mila schon wieder. Lass uns in Ruhe. Ja. Du hast sie gut reingelegt, Morphel. Ich langweile mich so ohne Morphel. Komm, wir suchen ihn. Es ist Mila. Oh nein. Hä? Hallo zusammen. Wir werden uns verschiedene Gefühle ansehen. Morphel, wann warst du das letzte Mal richtig glücklich?
Eiscreme! Ja, du warst richtig glücklich, als du das Eis gegessen hast. Und wann hattest du das letzte Mal Angst? Wir sind die Eiscreme-Banditen. Wir stehlen die ganze Eiscreme. Ja. Banditen, gruselig. Ja, du hattest Angst, als die Banditen kamen, um dein Eis zu klauen. Und dann fiel dein Eis auf den Boden. Da warst du bestimmt richtig traurig. Marvel traurig. Das nächste Gefühl ist Wut. Marvel ist sehr wütend. Ja, du bist wütend geworden, weil die Banditen dein Eis ruiniert haben. Ja. Hey, Mila und Marvel, es gibt ein Gefühl, das ihr nicht erwähnt habt. Überraschung. Eiscreme.